Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei einer weiteren Sendung von Newcomer TV, dem Magazin, wo es um regionale und auch manchmal überregionale Newcomer-Bands geht, die unabhängig davon, ob sie jetzt im Amateur- oder professionell... Also, was steht da bei dir? Hallo, ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Hier ist das Newcomer TV Magazin, die wunderbare Sendung, wo es um die Musik von Newcomer Bands aus der Region und darüber hinaus geht. Und ich möchte euch zurückführen zur fünften Newcomer TV Nacht am Fuße des Taunuses in der Portstraße. Jugend und Musik hat sie stattgefunden im August. Und ich möchte euch eine Band vorstellen, die eigentlich schon im Frühjahr bei uns spielen sollte, aber dann wegen Krankheit ausgefallen ist. Und jetzt sind wir ganz besonders glücklich, dass sie da sind, nämlich Losing Graffiti. Die machen so eine Art Pop, Rock, Alternative, Independent Sound. Und die kommen aus Frankfurt, sind aber international aufgestellt, weil sie einen amerikanischen Sänger haben. Und der aus Texas kommt, glaube ich jedenfalls, zumindest im Interview werden wir ein bisschen mehr hören. Und sie haben diesen Southern Rock gemixt mit eben Rock und Pop und Alternative Sounds und haben da ein gigantisches Feuerwerk abgebrannt in der Portstraße Jugend und Kultur. Und deswegen herzlich willkommen für euch Losing Graffiti. Yeah.
ihr wolltet letztes Jahr 2020 auf Tour gehen mit eurem aktuellen Album und das ist ja alles komplett ins Wasser gefallen. Wie war das für euch? Wo fängt man da an? Ja. Ja, also so ein Schuss von null, nee, von 100 auf null. Ja. Also wir waren im Prinzip fertig, wir hatten CDs gedruckt, die Tour war geplant und im Prinzip kam dieser Lockdown am Tag, wo wir im Prinzip anfangen wollten mit der Tour. Genau. Den Tag vorher noch März. Getroffen. Genau. Im März wieder Bauer. 12. oder der 13. März? Ich glaube, der 12. war es, ja. Ne? Der hat mir in Kaiserslautern gespielt. In diesem Sinne auch liebe Grüße nach Kaiserslautern. Und dann Tag wurde der runtergebremst. Driving in the rain, kissing with my boy. My heart just looks the same. The rain just keeps falling. No, I find my way back to the sun. This time I. God is Ihr kommt alle aus Frankfurt, bis auf du, Chase. Du bist Texaner und bist hierher gezogen wegen der Band. Ja, ich und Lukas. Lukas auch. Ich komme aus Texas. Yeah. Ich bin seit 4 oder 5 Jahren hier. So, mein Deutsch ist nicht so gut. Doch, aber ich verstehe dich sehr gut. Yeah. Und du hast sozusagen deine Musik, Southern Rock, mit nach Frankfurt gebracht und hast hier Jungs gefunden, die das mit dir richtig rocken. Ja, genau. Ich bringe diese Southern Rock, ein bisschen Country Gefühl. Das Gefühl, ja. Ja, und dann natürlich haben wir hier Rockers in Frankfurt. Ja. Auf jeden Fall. Take me out, take me for a ride, find me before I find you.
Ja, huch, und schon ist das Konzert wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Losing Graffiti, und geht einfach auf ihre Seite im Netz, liked sie. Ich kann es immer nur wieder betonen, wir befinden uns in digitalen Zeiten und heute muss man nicht die Postkutsche bemühen, um jemanden zu erreichen. Nein, ihr müsst euch einfach nur an euer Smartphone oder an euren Computer setzen, euch digital einloggen und dann könnt ihr direkt Kontakt mit den Bands aufnehmen. So auch mit der nächsten Band, die ich euch jetzt vorstellen möchte, nämlich Spy Fly and the Deaf Dudes. Das sind so vier erfahrene alte Säcke, so wie sie sich selber bezeichnen. Jungs, die schon in vielen, vielen, vielen Bands hier in der Region unterwegs waren, allen voran der Fred, der Gitarrist und Sänger. Also wenn ihr ihn seht, werdet ihr ihn bestimmt erkennen aus alten Musikhalle-Portstraßen-Zeiten und aus diesem Umfeld. Sie machen im Prinzip eine Art Alternative Rock, ein bisschen bluesig, ein bisschen funky, ein bisschen smooth, ein bisschen groovig und haben daraus einen eigenen Sound entwickelt. Und den möchte ich euch jetzt vorstellen. Deswegen ein Riesenapplaus von euch für Spy Fly and the Deaf Dudes. So high, but resisted you care. The women of the world are away. In the shadows we dwell, like worms on the ground. The women of the world are away. The demon saving sound. Ain't got no choice when you need to later. Or maybe you're just running that show is crazy. I'll fall on and shine like a moth to the flame. Hey, what motherfucker you went through the day? The women of the world are right. In the shadows we dwell, and worms on the ground. The women of the world are right. Keep that saving sound. Also, und deine Verbindung zur Musikhalle Portstraße, früher hieß sie so, und Portstraße Jugend und Kultur ist ja auch schon eigentlich seit deiner Jugend, oder? Seitdem du 20 bist, bist du eigentlich schon hier im Haus irgendwie mit diversen Bands verbandelt.
Das ist korrekt, ja. Von Decay über Melt, über Set Fatal, über gell? Ich weiß nicht, wer noch alles. Und hast ja bestimmt die alte Crew praktisch noch gekannt, also zum Beispiel die Dani und so, lange Verbindungen und so. Was verbindest du so mit diesem Haus, also für dich? Was hat dir das gegeben? Wo hat dich das gefördert? Ganz viele ganz tolle Konzerte von regionalen Bands, vor allem hier aus der Frankfurter und Oberursler Ecke. Viele Tanz aus dem April, Tanz in den Mai feiern, ja. Die immer legendär waren, wo ganz, ganz tolle Bands hier gespielt haben. Ja. Ich selbst habe sehr oft hier gespielt, was immer ein Riesenspaß war. Und das Haus hier war schon immer ein ganz spezieller Platz für Leute, die affin sind für Musik oder Live-Musik oder für Bands. Oder, deswegen hoffe ich, dass es noch sehr lange so weiter bestehen. Du warst in vielen Bands unterwegs, hast jahrelang Musik gemacht, hast eigentlich immer Musik gemacht, hast eine Familie, hast ein Haus und hast dich weiterentwickelt. Und jetzt, seit 2020, bist du wieder mit einer ganz neuen, heißen Truppe unterwegs. Wie war das Casting?
Wie ist das abgelaufen bei dir am Frühstückstisch? Hast du die Jungs eingeladen? Ja, ich bin erstmal in den Flieger gestiegen nach Cali in Kolumbien und wollte so ein bisschen für mich was besorgen und dachte so, naja, guckst du mal, was so geht. Nee, es war eigentlich so, dass ich längere Zeit Musiker gesucht habe, mehr oder weniger erfolglos oder erfolgreich. Ich war eigentlich schon kurz davor, es aufzugeben und dann hat sich das so ergeben, einfach, dass ja interessanterweise zuerst der Peter und dann der Roche, die gar nicht hier aus der Frankfurter Ecke eben kommen, sondern ganz woanders her, der Roche eben aus Cali in Kolumbien und der Peter halt eben, der war gerade aus Kassel hierher gezogen. Ja, ist ja auch schon Ausland. Ja, das, genau. Quasi. Und das war halt so, das war halt schon so diese erste Fügung des Schicksals, sag ich mal. Und wir haben dann ein paar Mal zusammen gejammt. Das war so Anfang des Jahres 2020, so im Februar, Januar, Februar. Und dann haben wir uns auf Suche nach einem Sänger gemacht, weil wir sehr schnell gemerkt haben, das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann haben wir auch sehr schnell Manni gefunden, der dann noch aus Koblenz zu uns stieß. Wahnsinn. Und der vorher hier auch im Rhein-Main-Gebiet in Mainz mit einer Band namens Moschus unterwegs war, die auch relativ bekannt, glaube ich, war oder ist. Und so hat sich das ergeben und da waren wir im März 2020 pünktlich Pandemiebeginn. Also wir hatten gerade 2 Wochen angefangen komplett zu proben, da kam dann der erste Shutdown.
Dankeschön, Newcomer TV! Und schon ist wieder eine Folge unseres tollen Newcomer TV Magazins vorbei. Losing Gravity und Spyfly and the Deaf Dudes konntet ihr sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch ein bisschen hungrig gemacht auf mehr. Wenn ihr Clips sehen wollt, dann geht auf YouTube auf die Seite von Newcomer TV. Da werdet ihr in dem Archiv viele alte Bekannte und Lieblinge wieder treffen und euch einen zuckersüßen Abend vor dem Bildschirm machen können. Aber auf der anderen Seite geht es ja vielleicht wieder los, jetzt 2G-mäßig, und die ersten Konzerte indoor werden wieder stattfinden. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen und hoffentlich auf jeden Fall geht dieser Live-Betrieb bald wieder los. Und das war auch schon der Jochen, der die Kamera macht, und der Seppel am Mikrofon von Newcomer TV und Virus Musik Radio. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Bis bald.